Nächste Runde. Neues Glück. Ah, die letzte Runde hat uns ganz schön mitgenommen. Meine Herren. Drei Leute bauen Midas. Dann habe ich mit Spirit Breaker, wir haben das Early Game trotzdem gewonnen. Early und Mid Game, obwohl wir drei Midas im Team haben. Habe ich echt gedacht, so geil. Spirit Breaker, die Imba-Sau, hat es rausgerissen. Und zwar lief wirklich richtig gut für Spirit Breaker am Anfang, also für mich. Und dachte, okay, mit drei Midas, jetzt verlieren wir das Spiel auch nicht mehr mit Invoker und Arc Warden. Und dann verlieren wir trotzdem das Spiel, weil sie halt damit nichts mehr hinkriegen. Schon sehr bitter. Aber jetzt, neue Runde und deswegen gucken wir mal. Also, Anti-Mage und Shadow Shaman an dem Team. Wir haben eine Windranger auf der Offlane, einen Roaming Monkey King. Der Ernie ist ja auch im Chat. Der weiß, Roaming Monkey King. Roaming Monkey King. So. Magnus. Aber der hat schon mal gute Kombos. Ich hoffe, der Roaming Monkey King kann seinen Helden. Das ist was. Ich sehe es viel zu oft. Wahrscheinlich fängt er mit Tree Dance an und Mischief stellt sich 3 Minuten an den gegnerischen Fountain. Das waren die letzten meine Monkey Kings immer. Kriegen den Kurier nicht, gehen irgendwo hin mit Tree Dance, sitzen in der Lane, gucken runter und sind nach 7 Minuten Level 1. Ernie zockt jetzt selber eine Runde, ja, viel Glück. Viel Glück, Ernie. Patsch. Puh. Und wir haben einen schwachen Laner. Was nehme ich denn da? Sie haben gute Combo und guten Split-Push und guten Push mit Shadow Shaman. Wir haben so Helden. Only 10 seconds. 5 seconds remain. 5. Ich weiß echt nicht, was hier picken soll gegen das Team Ember. Da auch so was Mobiles überlegt. Vielleicht nehme ich einen Klings. Die sind super greedy für mich, ja? Vielleicht mit einem Klings. Soul Ring Gear. Ja, ich baue einen Soul Ring. Ich baue diesmal in diesem Spiel, glaube ich, kein Medaillen. Ich gehe auf Soul Ring. Treads. Und dann schauen wir mal weiter. Ich glaube, ich brauche ein Orchid im Spiel. Ich bin ganz gern ohne Orchid gespielt. Obwohl, wenn ich Orchid baue, brauche ich auch keinen Dings. Also ich habe ihn zuletzt ganz gerne ohne Orchid gespielt, einfach nur auf Right-Click, aber es ist gegen die besser. Oder ich sage, ich scheiß aufs Team sozusagen und versuche nur Right-Click-Build. Hahaha. Thanks be to you. Hätte ich einfach Necro picken sollen, Necro Safe Lane und drauf scheißen. Is in the bag. Bisschen greedy jetzt auf der Lane, aber ich glaube nicht, dass mir der Magnus zu viel Ärger macht. Until digital sports. Wenn wir hier einmal in die Base gucken und nicht nur auf die Map, dann hat er halt verkackt, gerade mit dem Monkey King. Das ist nicht so ungewöhnlich. Wenn er nichts geskillt, dann ist zwangsläufig mit Tree Dance anfängt. Moment, da ist der Kurier.
Dann hol ihn dir mal. Sehr gut. Das ist aber geklappt. Das war ganz gut. Wenn es halt nicht klappt, sind ja manchmal 5 Minuten in der feindlichen Base. Aber wenn es klappt, ist natürlich schön. Hey, ich habe einen Last Hit ohne Searing Arrows bekommen. Ich hasse das am Anfang mit... Mit Klings oft, ganz schön. Weil der Damage halt so low ist, dass ich das oft verkacke. Ja, der hält ihn ganz gut beschäftigt. Damit verkackt ist, ne? Die ersten 3 Level oder so bin ich mir Katastrophe auf Klings. Deswegen erst bringe ich immer viel 30. Ja. Also muss das ja eigentlich reichen. Weil die Animation so langsam ist und der Damage Müll. Ich bin aus wie der letzte Vollidiot. Your flesh is weak. Mine. Deceptive rune of invisibility. Sonst bin ich nicht der größte Last-Hit-Weltmeister der Welt. Sonst kann mir da keiner was vormachen. Das ist ja mal klar. Ich weiß nicht, ob man fragt, ob Hurricane Pike Sinn macht auf Klings. Ja, sehr, sehr selten. Also unter bestimmten Umständen würde ich es nicht als Standardbild sozusagen mitnehmen. Da müssen schon besondere Situationen oder besondere Gründe vorliegen, damit man das macht. Sonst würde ich eher sagen, nope, würde ich es eher nicht machen. Level 2, der sich jetzt ergaunert hat, das hat der Gubik echt gut gemacht. Es ist mal schön, einen Safe Lane Support zu haben, der einfach das Prinzip von Zonen kennt und versteht und gut umsetzt. Wäre doch gut, wenn der einen Carry hätte, der besser Last Hitten kann. Man kann nicht alles haben im Leben. Gerade nicht unterwegs, das bringe ich noch mal eben den Blightstone schon mal. Dann mache ich jetzt nächstes meine Treads fertig. Der Geiz Martin sich mal die Searing Arrows sparen möchte.
genau. Nicht so, das Mana habe ich nicht raus, dann. Im Busch verkrochen. It rises. Excellent. So, jetzt mal kurz ein Creep fressen hier. Oh, moin. So, den Soul Ring einstecken. So, mal ein bisschen tanken. Dann gibt der Range nämlich noch. Und dann kann ich den Tower pushen, weil der Magnus gerade zurückgegangen ist. Ein bisschen einen Vorteil uns auf der Map rausarbeiten. Base auch zu createn für die anderen Lanes. Also in der reagieren sie hier unten. Gehastet. Aha, aha, aha. Aufsammeln. Dann gucken wir mal, ob ich wieder pushe oder ob ich mir versuche, jemanden abzusammeln. Hält sich ohne gut, die Sau. Ich mache den Aquila fertig. TP. Und danach Desolator. Ups, verklickt. Toll gemacht, Herr Lee. Wenn wir den Soul Ring benutzt, dann muss das Mana raus. Das ist auch tatsächlich fast das Mana. Das Mana muss weg. Mir war, als hätte ich ein TP gehört. Ist jemand runtergekommen? Oder war es eine Einbildung? Das Camp eben stecken. Someone left, but they're going to miss the Digital Sports. Mage ist Level 8, zumindest da liegen wir vorne.
Dream Quarter fragt mit Dominator of Kings. Die Idee gab es schon mal mit einem Creep-Buffen, ihn dann fressen. Das gab's schon. Ja, sieht gut aus. Ich weiß nicht, wo die jetzt rumhängen. Vielleicht die piech mal hoch und gehe ein bisschen auf den Sack. Ja, already pushed bottom. I can push further if I know where they are. Last we left our heroes. Every coin helps. Drop tower under siege. Shackle! Ah, never mind, you don't have Shackle, of course. Never mind. Ich dachte, jetzt kommt der Shackle und dann ist alles gut. Aber das ist Level 5. Weil ich hier im Aeros rausballern, das kostet ja auch alles Mana. Das war so eine Kurzschussreaktion. Ich dachte so, Shackle! Du hast gar keine Shackle. Farm this. Power Shot. Können wir dem endlich noch den Stack wegnehmen? Das war doch mal ein netter Steck. Kann sich die Rune holen, die 12 Minuten. Ich gehe mal zurück zur Base. Mal voll tanken. Behold, a subtle bird. Your bottom tower is under attack. If you pressure top, I'll take the bot tower. Monkey, come over. If you make him blink, I can kill him maybe afterwards. One of us has become too intimidated by the sheer power of electronic sports to continue playing. Skeleton Walk hält jetzt nicht mehr lang. Der Rubik ist disconnected, das ist schlecht.
Windranger. Once again, video games. What magic is this? Take top, they all TP bottom. Und den Anti-Mage gekillt. Maybe no one attacked Dire's towers for a few seconds here. Der Magnus, moin. Doggy fragt, warum kein Orchid gegen Anti-Mage? Ja, Orchid wäre auch gegen Shadow Shaman gut und ein paar andere. Aber ich setze voll auf den Push. Okay, we're unpaused. Go, 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 kill, 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 kill. Let's get out. Vielleicht damit noch ein bisschen mehr HP. Das erste Talent ist irgendwie ziemlich lame. Plus 10 in. Sehr. Dass ich nicht mit dem AP lande. Ist nicht wenig Lust drauf. Okay, let's kill the bot tower. You accidentally destroy the enemy's bottom tower. So. Well done, guys. Yeah, we can get Roche. Not yet! Your life is mine! Wir gehen auf das tollste Wasser als nächstes. Einfach der Gebäudekiller. Let's take Roche. Trickster's Rune of Illusion. Yeah.
Yeah, I need to regen first. I'm completely out of mana. So please, don't go for a fight right now. Soul Ring Skeleton Walk nutzen können. So. Bottom tower being attacked. Yeah, let's push bottom. Let's just push. Monkey, can you come with us? Rubik? That's unnecessary, monkey. When we have ages and want to push. Enemy towers are now in the shuttle. Don't try to be fancy, okay? Just stick with us, let us end this game. Nice. Okay, let's regen a little bit and then we can go for the next lane. No, let's use the Aegis for high ground. Stick with me. Just cover my push. Well done. And go top. The enemy's middle barracks is full. Sie einfach währenddessen die Rex finishen können. Aber wurscht. Nächstes Mal. Machen wir das. Can
get megas now, easily. Just spread out, hit the melee racks. They won't have glyph in the next few minutes. Leave the big creep. Never mind, I'll take it from the top. This'll come in handy. Das war knapp. Für ihn. Just spread out. Komm, willst doch auch. Das ist richtig gut. Die haben ein paar HP. So, das macht es ein bisschen leichter, das in der Lane zu machen. BKB ist wahrscheinlich das nächste Item einfach. Dann kann man sich auch entweder hinstellen und kämpfen oder hinstellen und einen Tower holen. Ich muss mal kurz den Creep abholen. Let's end it now, guys. Au, au, au. Injured in the flame.
Ja, der Klingspick mal gut funktioniert. Frühzeitig schon Druck unten auf die Lane gemacht. Der Rubik hat auch gut gespielt, muss man sagen. Der Rubik hat einfach das auch vorbereitet. Er hat den Magnus perfekt gezoned. Dann konnte ich davon profitieren. Der Magnus kam überhaupt nicht ins Spiel. Ich konnte Tower pressuren, Rotations machen. Dann sieht es auch 13.000 Building Damage. Was? Null? Scheiße, das ist schon bitter. Das ist dann so, also mal öfter mal, dass man nicht viele Türme kriegt oder auch mal keinen, aber null ist halt schon sehr, sehr bitter. Tja. So, dann probieren wir es mal jetzt noch. Ein Hin und Her heute. Jetzt einfach mal ein paar Spiele hintereinander, vernünftige Leute. Easy. Okay, Gaben, mach uns das.